Und damit herzlich willkommen zurück zu Grimdor mit Chantal, Lafishi, der Katze neben mir und jetzt gibt's aufs Maul. Wir sind gerade in der Mine angekommen und jetzt gibt's aufs Maul. Ja, abgehen, nicht? Was war das? Obwohl, ich glaube, hast du es auch aufgesammelt? Ja, ein Schulterpanzer. Ne, da war bei mir Dynamit drin. Bei mir nicht. Okay, dann. Kann es vielleicht auch sein, dass gerade für uns aus dem anderen Teil da wirklich zweimal Dings rausgedroppt ist Da im war bei mir Großbild? nämlich auch kein Dynamit gerade gedroppt. Ja, aber aus dem anderen Teil davor. Ja, aus meinem anderen Teil davor war für mich auch Dynamit gedroppt, aus dem jetzt nicht. Ja, ich weiß, aber ich dachte, vielleicht ist es dann für mich auch noch gedroppt, also dass es dann, weil einmal hatten wir das Dynamit einfach rumlag und das konnte dann einer von uns aufsammeln und jetzt ist es einfach so Ja, aus dem wahrscheinlich war Alltag das gekommen. dann ein Questgegenstand, ein spezieller Questgegenstand und jetzt ist es einfach nur noch Drop the Base. Ich wollte da runterspringen. YOLO. Freitod. Wie viel haben wir davon immer gekriegt? 20? Pyridium. 3? Ein paar. Okay. 15, 10. Ich bin immer 20, aber wir waren noch einfach billig. Oh mein Gott, Katze! Gott, wir können ja. Oh Gott, wir können bald wieder Goldschlüssel einlösen. Boah, Katze, du stinkst nach Arsch. Das ist voll geil. Nein. Die Hast Katze du sitzt Arsch und jetzt bist halb ist auf da meiner auch geil. Maus. Und wir können dann Mondsteine farmen, denn wir haben das neue Borderlands gekauft. Katze! Nein! Doch. Lass das! Kappa. Nee, die Katze denkt sich gerade so, nix Kappa hier. Ja, genau, Die denkt Katze, sich nicht dein. Kibo. Ja, genau, die denkt sich Gibo. Alles hier brennt. Oh, Scrap. Irgendwelche Hosen, nein, Schuhe, die nicht so gut sind. Katze, please. Tschüss, Mate, ey. Hey Mate, what you doing, Ey, Mate, what you doing? Da ist ein Note, hier. mate? Ja, ich sehe es. Ich Winkels glaube, hier ist Note. der erste. Nein, doch nicht, sondern gerade so. Weil hier ist also, das war Wilkins Note. Ich glaube, Wilkins ist einer der Generäle von Darius Nein, gewesen. Katze, nicht auf meinem Lautsprecherkabel rumbeißen. Ich Wieso sterbe übrigens nicht? gerade. Ich muss mal kurz die Katze aufhalten. Okay. Nein, Katze! Wieso bist du in den Gegner reingelaufen? Ich habe mich nicht bewegt. Ich muss mal kurz Doch. die Katze rausschmeißen, mich Ach gleich. so. Okay, bis gleich. Ich prügel so lange einfach mal die Gegner hier weiter tot. Kappa, 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 kappa. Ich bitte auf mich anzuschießen, ist unfreundlich. Ahoi. Ahoi. So, Katzen sind jetzt weg. Beide? Fängt der einfach. Ja, der andere war ja gar nicht da. Da fängt er einfach an, auf meinem guten Bose-Kopfhörerkabel rumzunaschen. Machst du mir ein Portal? Nee. Ist offen. Ich geh jetzt bestimmt noch durch ein altes. Ja. Das ist so behindert mit der Kartenaktualisierung. Ich habe gerade vielleicht irgendwas angelockt, was böse ist. Oh, nice. Oh, ja. Dann so Halions, was? Wilde Ratte. Oder Little Whittled Rat. Rat. Oh, hier ist Halion the Rat. Er hat eine Ratte und er heißt auch die Ratte. Ich glaube, der schießt auch Feuerkugeln. Ich glaube, ich treffe die Ratte so gut wie gar nicht. Ja, ich habe auch da unten Misses. Ja, die hält richtig viel aus, oder? Das ist übrigens der Boss, Halion. Er schießt auf mich, ich schieß auf ihn. Er macht mir auch die ganze Zeit Schaden. Alter, macht er viel Giftschaden. Man trank halt nicht genug gegen. Meiner schon. Ich hatte gerade noch 600 HP und dann habe ich erstmal. Ne, 500 HP hatte ich etwa und dann habe ich erstmal noch einen Trank genommen. Also mein Trank hat nicht genug gegengehalten. Aber der ist auch Level 30, Alter. Steh bitte nicht im Weg, sonst treffen meine Schüsse dich anstatt ihn.
Oh, Bleischalt. Ich hab blaues Amulett. Was ganz viel Spirit braucht. Gott. Okay, ist hier noch irgendwas? Hier ist noch ein Scrap Pile mit einem Dynamite. Dynamite? What you doing, mate? I'm doing dinner, mate. Döner? Ist das los? Ja, Döner, mate. Wilkins Nord, what's are going through the camp? Falls ihr das lesen wollt, hier. 800 Experience, danke. Sehr gut. So, ich bin auch schon wieder halb gelevelt. Ich hab schon wieder 14 Scrap und ein Dynamit. Ja, und schon wieder Sharing Ambers und der ganze Kacke. Aber das gibt's mir nicht gerade, oder? Das ist. Kannst du haben jetzt, wenn du willst. Nö? Nee, ich bin schon weitergelaufen. Ich stehe neben dir. Ich weiß, du bist gerade angekommen. Ich weiß. Humans. Bad Humans. Hier, jetzt komm her. Warum denn? Gibt's doch erst, wenn wir irgendwie bei einer Dings sind. Ich weiß jetzt nicht haben will. Das Dynamit kannst du ja behalten, dann kannst du gleich die Barriere da irgendwann wegsprengen. Ja. So. Ganz schön groß die Mine hier. Okay, ja, das war der erste von. Du hast deine Wand kaputt gemacht. Ja, ich weiß. Ich dachte, du hättest sie kaputt gemacht und dann umwerfen. Oh, was ist denn hier Schönes drin? Rotting Corpse. Und eine Kiste. Ein Heiltrank und ein bisschen. Schon wieder ein Sharing Amber, ernsthaft? Hast du den rausgeworfen? Nein. Gut, dann komm mit. Und Schuhe. Mit 10 Physik. Und 9 Cunning und 9 Physik und 9 Spirit. Okay, hier ist ein Ausgang. Da wollen wir nicht raus. Da kommen 1000 Feinde übrigens hoch. Ich habe keinen davon getroffen. Er fällt einfach voll in mich rein. So. Gott, ich liebe das Drehen mit mittlerer Maustaste. Mach ich die ganze Zeit gar nicht. Ich mach das die ganze Zeit. Ich hab's kurz getestet. Was ist denn das noch Dynamit? Bei mir nicht. Hier. Nee, bei mir nicht. Vielleicht war es diesmal auch wieder so ein Quest-Dynamit, weil das da einfach rumlag und da war noch nichts offen, glaube ich. Außer du hast am hingeschossen. Keine Ahnung. Kann passiert sein. Ach, der war nur auf die Schnauze gefallen. Ich dachte, der wäre schon tot. Doch, ja, hier auch. Die machen mir echt so gut wie gar keinen Schaden, ey. Mir auch nicht. Ich bin ja so hoch. Du hast wieder Dynamit? Was? Hier liegt Dynamit. Da habe ich den Dings vertreten, aber ich habe da keins gesehen. Okay. Dann haben wir hier alles in der Höhle erkundet, ne? Ja. Außer hier die Gegner. Aber von hier kommen wir. Okay. Gehen wir da hinten raus oder hier? Ist hier noch ein Gegner? Haben wir auch gefragt. Wo sind wir lang gegangen? Hier sind wir lang gegangen, hier bin ich gestorben. Hä? Hier liegt da noch was? Ja, den habe ich gerade gelootet. Achso. Das war Launching. Wir sollen hier nach vorne raus, okay. Da ja schon okay. Warnet dann. Gucken wir es dann jetzt nicht. Die Mine ist ziemlich cool gemacht, Alter. Das gefällt mir. Ja, ein bisschen dunkel vielleicht. Ja, Mine halt, ne? Ja, hier kennst du Minecraft ausleuchten, alle paar Blöcke in den Fackel setzen. Ja, das hier ist nicht Minecraft. Das ist Minecraft, glaub mal. Minecraft? Oh, that is Minecraft. That's nice Minecraft. I love Minecraft. Not. Lass wieder Bad Wars spielen, ich bin richtig gut im Spiel. Ja, vor allem, wenn man so ganz toll auf Goma HD kommt, wenn man kein Premium oder YouTuber ist. Dafür hasse ich den Server, Alter. Ja, aber keine großen YouTuber mit Minimum 5000 Abonnenten. Okay, wir sind jetzt genau da, wo wir rausgegangen sind. Nur halt 2 Meter weiter. Wir waren gerade in den ganzen Berg hier gerade drin und hier ist noch ein bisschen raus, was ich weghaben wollte. Schwarz, Freddy, schwarz. Nein, war nur noch grau. Das hatten wir schon fast erkundet. Da war noch ein ganz kleiner grauer Schimmer. Bei mir war es schwarz noch. Ja, bei mir nicht, weil ich da vielleicht schon hingegangen bin. Wollen wir erstmal hier lang gehen? Ich wollte erstmal wissen, was hier ist, aber hier ist nichts. Achso, okay. Ja, nach unten wolltest du nach oben? Nach oben. Von unten kommen wir. Ah, ne, nein, nach oben. Hier. Ist das auf der Karte? Ja, auf der Karte ist es auch gedreht. Sehr gut.
Ja, auf der Karte ist auch gerechts, ja, haben wir schon zwei festgestellt. Hier ist ja nicht mal Norden oder so angezeigt. Also doch, Norden ist unten jetzt von uns. Nein, Norden ist über uns. Ich hab einen Nordpfeil. Der ist nach unten bei mir. Ich gehe jetzt nach Norden. Ja, genau. Ich hab gar keine Ahnung. Ich glaube, du spielst gerade genau andersrum wie ich. Ja, ich spiele immer mit der Laufrichtung. Ich nicht, ich spiele eigentlich immer gegen die. Ich spiele eigentlich in der Standardeinstellung immer. Aber für dich ist es auch besser, wenn du eine Fernkampfwaffe hast, dass du dann ja, dass ich so weit wie möglich sehen kann. Ja. Oh. Okay. Hab ich aber mit Dynamit beworfen. Das ist nicht nett. Das Anzeige ist raus, ne? Also. Ey, Mate. War das nötig? War zum Glück nur ein bisschen auffällig, der Stein. Okay. Wenn wir da oben gehen, kommen wir da oben hin und hier ist noch das Tor, das heißt, das Tor machen wir noch schnell fertig und dann gehen wir Richtung oben. Ihr habt das Tor gewone-hitted, okay. Hier geht's wieder nach. Ja, aber da ist ein Bereich, den wir noch nicht erkundet haben. Ich hab da alles. Nee, hier in der Mitte, meine ich. Und da kommen wir nur von da aus hin. Nein, da kommen wir nur von oben hin. Und es sieht aber aus, als ob wir von hier aus hinkommen würden. Hier ist bei mir schwarz. Rand, da ist der Rand, obwohl wir könnten da beim anderen Tor hochgehen, glaube ich. Aber wir können auch über die ganzen Wege da hochgehen, wie du siehst. Hier ist bei mir schwarz noch, also hier jetzt rechts. Ja, bei mir auch, aber das sieht aus, als wäre da der Rand und dann Ich hab dir was mitgebracht. Was denn? Gott, ich liebe den Stun. Ich auch. Guck, hier hätten wir nicht hoch können. Ja, hier hätten wir nicht hoch können. Hochgehen können. Wir haben eine Kiste verpasst. Sehr gut. GG. Also wir müssen jetzt nach ganz oben, da wo wir das... mein Gehirn hat gerade ein bisschen AIDS. Da wo wir aus der Hole rausgekommen sind, können aus wir nach oben und da kommen wir auf den Berg auf und können dann über diese Stege da sozusagen Brücken. Ja, hatten wir bei Titan Quest auch mal so eine Aktion, wo man erst unten alles erkunden muss und dann oben. Nee. Doch, im Orient war das. Im Orient? Oder im Hades. Nee, im Orient müsste es gewesen sein. Er wirft erstmal gegen eine Säule. Fand ich gut. Guter Typ. So. Würde ich unterschreiben. Ich glaube, ich habe schon wieder viel zu viel die Karte offen, aber... Ja. Ich auch die ganze Zeit. Wenn ich euch stört, dann schreibt es in die Kommentare und ich werde es beachten, aber ich werde es wahrscheinlich ignorieren. Ich vermisse Sacred, wo man auf mittlere Maustaste die Karte hatte. Kannst du bestimmt hier auch legen. Ja, aber dann hast du immer so eine riesige Karte auf mittlere Maustaste und nicht wie bei Sacred so eine coole. So eine durchsichtige, ne? Ich liebe ja, man konnte ja einstellen, wie durchsichtig hier ist. Das war echt mega geil bei Sacred. Ja. Ich gucke gerade übrigens Fallout 1 im Stream immer. Ist ein ziemlich cooles Spiel. Ja, ich glaube, es wäre nichts für mich. Ein bisschen, ist ein bisschen, also dieses Rundenbasierte vor allen Dingen, das ist. Nee. Das ist komisch auf jeden Fall, aber es ist. Zum Gucken ist es cool. Ich würde es nicht spielen. Überhaupt nicht meins. Ich wollte vielleicht Fallout New Vegas oder Fallout 3 anfangen zu streamen. Oder irgendwie zu zocken und das auch zu sehen. Das ist übrigens so ein Forge. Forge ist ein Minecraft-Mod-System. Ey, guck mal, hier hat er sich einen Kreis mit Salz gemacht vor Pets. Sehr gut. Geil. Ist hier noch irgendwas Schönes? Hier ist noch ein Scrap-Pile mit einem Ton of Mending. Gucken wir, ob bei dir hier Dynamit rausgekommen ist. Warte. Wie kommen wir denn hier auf die Mauer rauf? Klicken wir mal drauf. Okay, er sucht sich automatisch den Weg. Das ist gut. Du hörst schon wieder 1000 Sachen? Nein, ich versuche die Bodendor kaputt zu machen. Da oben auf der Mauer ist nichts. Ja, hier ist bei mir gar nichts. Ja, okay, hier sollte irgendwo ein Scrap liegen vielleicht. Also ich habe da gerade so ein Junk-Pile kaputt gemacht und daraus kommt halt ziemlich oft so ein Scrap. Scrap. Das sieht schön aus hier. Falls ihr euch fragt, warum meine Waffe Feuerschaden... Was? Falls ihr euch fragt, warum meine Waffe Feuerschaden macht, ich habe vorher noch einen Shearing Ember reingeschmiedet, den mir Freddy gegeben hat. Ja, Searing Ember, same. Mit 6% Attack Speed. Oh, hier ist noch einer, Draftkurse Torch. Aber ich glaube, das ist kein Bossgegner, das ist nur ein normaler Gegner, der hier ist. Oh mein Gott. Ich kann ihn umwerfen, Gott, ich liebe dieses Spiel. Er hat sich richtig auf die Fresse gepackt erstmal. Ich soll jetzt einen Heiltrank nehmen. Machst du ein Portal? Moment. Ist offen. Danke. Ich dachte mir auch so bei Hälfte Leben, oh, ich sollte einen Trank nehmen und dann war ich tot.
Oh Gott, kannst du schon mal kommen? Du bist fast tot. Den weggedasht nochmal schnell. Ja, und während du ihn gedasht hast, habe ich reingeschossen und er ist gestorben. Sehr gut. Und ist er tot weggeflogen, das war ziemlich cool. Das war auch ein Lieutenant, okay. Und ich habe den Forge aus Versehen zerstört. Ist doch gut. Gibt's keine mehr. Ja. Geh halt nicht hoch, what the fuck? Da oben ist noch einer. So. Hier gibt es zwei Ausgänge übrigens. Aber die führen, glaube ich, einfach. Ja, da hinten wird man mit einem mal rauskommen. Sehr gut. Ja. Ich freue mich aber auf Fallout 4, muss ich sagen. Also, das würde ich mir sogar relativ zeitlich kaufen, denke ich mal. Ich kenne eigentlich so gar kein Fallout-Teil. Ich hab, wie gesagt, jetzt angefangen, Fallout 1 im Stream zu gucken. Und so zum Gucken sagt es mir sehr zu, vom Spielstil her überhaupt nicht. Gar nicht. Also Fallout 3 habe ich, glaube ich, knapp 20 Stunden oder so auf der Xbox gespielt. Mit New Vegas habe ich mal kurz angefangen mit PC, aber nicht wirklich lange gespielt, weil ich hatte gerade keinen Bock so auf Rollenspiel, aber ich habe jetzt gerade wieder Bock, das so anzufangen. Ist das ein Ego-Shooter-Rollenspiel dann oder auch wieder so? Also okay, dann könnte es mir sogar gefallen. Das ist in etwa so wie Skyrim mit Waffen. Siehst du, das könnte mir schon wieder gefallen. Fallout 1 ist ein JRPG, sehe ich das richtig? JRPG ist dieses rundenbasiertes, isometrisches Spiel. Okay, ja, das geht mir auf Eier. Also zum Spielen würde mir das auf Eier gehen, weil ich das nicht cool finde. Also zum. Wenn die anderen halt wirklich richtige RPGs sind, halt so wie Borderlands, sag ich jetzt mal. Also ich würde es eher als Skyrim bezeichnen, aber ja. Ja. Also, Teil 3 ist es noch nicht so mehr, also es. Ein bisschen mehr so Rollenspiel und da hast du kein richtiges Korn und Kämmer oder so Zielsystem. Hast du schon wieder jemanden gefunden? Ash! Mach dem keinen Schaden. Ich hab bei dem nur Misses. Ich hab nur Misses. Ja, der hat mein Schild an. Warum? Oh mein Gott! So schnell konnte ich keinen Trank nehmen. Oh fuck, der macht mir Schaden. Ja. Yeah. Hab ich keine Stun dafür. Ja, soll ich ein Portal machen oder wird's durchs Alte gehen? Ich gehe durchs Alte. Ich hab Neues gemacht. Ja, ich bin da durchs Alte gegangen. Oh Gott, ey. Man könnte vielleicht mitkriegen, dass ich müde bin. Vielleicht ein bisschen. Was Freddy schon wieder richtig ankotzt, weil ich immer in der Aufnahme irgendwas habe. Nee, das ist müde kotzt mich eigentlich nicht an. Okay. Nur, dass du schon wieder auf Klo gehen willst. 1100 Mal. Nee, ich hab nicht gesagt, ich will auf Klo gehen. Jetzt mach ich dir ein bisschen Schaden. Doch kein Schild mehr an. Nee, jetzt mach ich mir da keinen Schaden. Ja, ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich einen Heiltrank benutzen soll. Ich habe nur 1000 Leben. Ich weiß gar nicht, wie du das aushältst. Ich treffe ihn nicht. 600 Leben, okay. Ab 500 nehme ich mal einen Trank. Oh, Alter, jetzt kriegt er Schaden. Ja, oh Gott, 1000 Sachen. Scrap. Nachdem ich da mal drauf hauen konnte, hat er auch ein bisschen Schaden gekriegt. So, Moment. Hier, da. Schild ist nicht so gut. Also ich habe ziemlich viel Scheiß mit, aber nichts wirklich gut. Ich guck mal, wie lange wir noch haben. Noch etwa eine Minute. Das heißt, wir können uns hier noch ein bisschen umgucken auf der Karte und in die Höhle gehen. Weiß nicht, ob wir das schon machen sollten. Wir nehmen ja noch einen auf. Ja, aber ich wollte erstmal gucken, was hier oben noch alles ist. Okay. Ich weiß nicht, ich glaube, in der Höhle gab es vielleicht Sachen, die nicht so gut waren. Okay. Die mein Spiel zum Abstürzen gebracht haben. Oder zum extremen Laggen. Ich bin jetzt 2 Level über uns jetzt und war auch einfach in diesem Gebiet hier, glaube ich. Also ich glaube, bald ist es komplett blind für mich auch. Also ich kenne die Region hier noch ein bisschen. Aber danach weiß ich dann nichts mehr vom Spiel. Okay. Du hast jetzt aber nicht gemerkt, dass der Server irgendwie ruckelt oder so, ne? Nö, also. Na gut, dann kann ich weiter hoch und runter laden. Weil ich lade gerade nebenbei den letzten Part hoch und Borderlands Pre-Sequel runter. Ja, ich habe hier noch gerade 2 Sachen kaputt gemacht. Hab's gehört.
was rausgefallen ist. Ja, Dynamit. Mich auch. Und Scrap. Mich auch. Und zwei Tonic of Mending. Und es hat gerade gevibrated, also das heißt... Gevibrator? Gevibratoriert. Dann würde ich sagen, ich hoffe, der Part gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss. Ich habe nochmal schön reingescrollt extra. Oh, ich habe die Aufnahme nicht beendet. Ups.